Die Affäre um die abberufene RBB-Intendantin Schlesinger hat heute den Landtag in Brandenburg beschäftigt. Der Hauptausschuss hörte die amtierende Spitze des Senders, der wegen der Affäre tief in der Krise steckt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue und Vorteilsnahme. Der geschäftsführende Intendant Brandstätter versicherte, an der Aufklärung werde intensiv gearbeitet. Konkrete Zahlen zu Schlesingers umstrittenen Bezügen nannte er aber nicht. Länger als 5 Stunden dauert die Ausschusssitzung. So viele Fragen haben die Abgeordneten an die Verantwortlichen vom RBB und an die Kontrollgremien. Das Land Brandenburg hat die Rechtsaufsicht über den Sender, ist für Verstöße gegen den RBB-Medienstaatsvertrag zuständig. Der Interimsintendant, bisher Verwaltungsdirektor, sieht aber bei sich keine Schuld. Ich sage es auch mal ganz deutlich, weil ich auch gefragt wurde, Herr Brandstätter, Sie müssen doch als Verwaltungschef die Kreditkartenabrechnungen der Intendantin gekannt haben. Nein, die habe ich nicht gekannt und das ist auch gut so, denn ich bin nicht der oberste Rechnungshofprüfer der Intendantin gewesen. Diese Haltung verärgert die Abgeordneten, die sich Aufklärung wünschen. Ich bin mir nicht sicher, Herr Brandstätter, ob Sie die Dimension des eingetretenen Schadens, der hier beim RBB eingetreten ist, für die Öffentlichkeit auch hinreichend abbilden. Die Vorsitzende des Rundfunkrates ist selbstkritisch, weist aber auch darauf hin, dass das Gremium möglicherweise überfordert sei mit Vorgängen dieser Art. Ich sitze hier für 28 Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die sich mit Verantwortung und Engagement einer Aufgabe gestellt haben, die das, was neben einer aktiven Berufstätigkeit noch möglich ist, zurzeit bei Weitem übersteigt. Aufgrund der Unterlagen, die uns vorlagen, hat der Rundfunkrat zu keinem Zeitpunkt einen Verdacht gehabt, noch haben können. Der Verwaltungsrat räumt Fehler bei der Finanzkontrolle ein. Der Verwaltungsrat wird seine Zusammenarbeit und die bisherige Aufgabenverteilung sehr kritisch hinterfragen. Er wird auch zu prüfen haben, was im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit leistbar ist und wo in der Ausgestaltung der Gremienarbeit Veränderungen für die Zukunft zwingend nötig sind. Für die Brandenburger Abgeordneten ist nach der Anhörung klar, dass die Arbeit der Aufsichtsgremien des RBB neu aufgestellt werden muss. Für die Neubesetzung der Intendanz sei ein transparentes Verfahren notwendig.